Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. YouTube-Reviewer Baron Wilhelm von Assi hat bislang nur durch seine intellektuell hochanspruchsvollen Reviews von Maker und Videospielen von sich reden gemacht. Doch seit einiger Zeit scheint er wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Zahlreiche Gerüchte machten bislang die Runde, er sei in der Drogenszene versunken. Videoaufnahmen aus geheimer Quelle zeigen aber, wie schlimm der persönliche Absturz des Review-Barons tatsächlich ist. Baron Wilhelm von Assi, Quell unendlicher Inspiration und Stimme einer ganzen Generation, erlangte erst jüngst wieder international hohen Bekanntheitsgrad durch die Veröffentlichung seiner neuen Single. Umso schockierender war für die Welt die Nachricht, dass er wieder in alte Muster verfällt. Folgende Videoaufnahmen zeigen Baron Wilhelm von Assi in stark trunkenem Zustand. Wie es um seinen aktuellen Gesundheitszustand steht, ist unklar. Ebenso wie die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die diese Aufnahmen haben könnten. Bislang ist nur klar, dass er sich damit mal voll fett blamiert hat. Jojojo, das ist der geilste Burger, den ich für in meinem Leben gehabt. Oh Gott. Ich bin so peinlich. Ich glaube, ich gehe mir einen Job suchen.